Die WU Executive Academy und ihr Kooperationspartner in Amira luden zur Abschlussfeier des Cross-Mentoring-Programms. Junge Führungskräfte treten in Dialog mit erfahrenen Experten. Wenn man irgendwelche Tipps braucht, wenn man einen Sparing-Partner braucht, die findet man gut in Netzwerken und da sollten die Netzwerke auch sehr divers sein. Und genau das möchten wir in dem Programm fördern. Diesen Austausch zwischen unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Funktionen. Wir leben in einem Zeitalter, da profitieren die Jungen von den Alten und die Alten von den Jungen. Deswegen ist also sozusagen der Vorteil vice versa gegeben. Zwischen Mentoren und Mentees finden persönliche Treffen statt, wo wirklich praxisorientiert aus dem Business, dem Alltäglichen heraus natürlich mit Vertraulichkeit gesprochen wird. Was dieses Programm, diesen Lehrgang einzigartig macht, ist diese Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Mentoring-Programme gibt es viele. Ich glaube, das, was hier sozusagen ausgezeichnet funktioniert hat, ist tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, Vorträge, Inhalte mit einzubringen und Mentees und Mentoren und Mentorinnen hier gemeinsam an Themen auch arbeiten zu lassen. Den Abschlussvortrag hielt der Neurowissenschaftler und Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek. Aus einer neurowissenschaftlichen Sicht kann das Cross-Mentoring sehr, sehr viel beitragen. Zum einen hat unser Gehirn immer das Bestreben, hinter Prozessen eine Kausalität zu erkennen. Das heißt eine Begründung. Und solange es diese Begründung nicht erkannt hat, bleibt das Gehirn immer unruhig. Wenn ich einen Mentor habe, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, der aber auch viel Erfahrung hat, kann es mir sehr helfen, hinter den Herausforderungen, vor denen ich stehe, allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Begründungen zu verstehen. Und mein Gehirn kann sich dann wieder beruhigen und sich auf die Problemlösung konzentrieren. An dem Cross-Mentoring-Programm hat mir am besten gefallen, um ehrlich zu sein, mein Mentor, den Herrn Jochen Müller von der ARE, der hat mir geholfen im Arbeitsalltag, wenn irgendwas sehr kompliziert war und wenn was schwierig war, habe ich ihn jederzeit anrufen können und zusätzlich haben wir uns einmal im Monat getroffen. Ich denke mir oft, es wäre cool, wenn ich das, was ich jetzt schon alles weiß aus fast 30 Jahren Berufserfahrung, schon hätte und nochmal neu beginnen könnte. Und das freut mich, wenn ich das auch weitergeben kann, weil es Dinge sind, wo ich mir gedacht hätte oft, naja, wenn mir das jemand früher gesagt hätte, dann hätte ich mir leichter im Leben getan. Das Besondere für mich an dem Programm war die Diversität, jetzt nicht nur was das Programm selber betroffen hat, also den Inhalt, sondern auch den Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen. Und das war auch etwas, was mich besonders gefreut hat, dass quasi aus dieser Mentoren-Mentee-Rolle eine gewisse Freundschaft entstanden ist, die sich auch weiterführen lässt.